Herzlich willkommen und ein fröhliches Hallo von eurem Herringway. Wir spielen Mafia, die Definitive Edition weiter. Wir laden unseren letzten Kontrollpunkt neu. Ja, wir haben beim letzten Mal festgestellt, dass man in diesem Spiel auch sterben kann, wenn man sich ein ganz klein bisschen dusselig anstellt. Hoffentlich wird das in Zukunft nicht mehr allzu häufig passieren, aber wir schauen einfach mal. So, mit unserer unglaublich großen Knarre, unserem kleinen Taschenrevolver, gehen wir jetzt jedenfalls hier auf Tour und versuchen uns hier herumzuschleichen. Wollen wir jetzt diesmal vielleicht auch den Typen ausschalten, der hier unten rumläuft? Vielleicht ist es gar keine so blöde Idee, oder? Dupdi-dupdi-du, genau. Da läuft dann nämlich einer hier herum und der guckt so und der denkt sich so, ach, habe ich ein schönes Leben? Und dann erwürgen wir ihn von hinten und der denkt sich so, haha. Nee, eigentlich denkt er gar nichts mehr. So, und dann könnte ich noch so machen, aber wir tun's nicht. Obwohl, er sieht jetzt schon relativ leblos aus, also ist egal. Ist egal, war nur ein Menschenleben, Hering, ja, ja. So viel sind hier also die anderen Bewohner auf diesem Planeten wert. Ist schon klar. Hier unten kommen wir übrigens nicht rein, aus welchen Gründen auch immer ist das vergittert und verrattert und es ist zu. Ach so, oh, guck mal, hier. Da liegt einfach so ein Munitionspäckchen rum. Was mir überhaupt dann gar nichts bringt, denn ich habe schon volle Munition. Wäre es sinnvoll... Ach, guck mal. Jetzt habe ich mir zu viel Zeit gelassen und jetzt ist der andere Typ hier... Wo ist der hin? Das ist eine sehr gute Frage. Scheiße. Wo ist er hingegangen? Hier war doch noch ein anderer Typ. Ist der jetzt in eines der Zimmer hier rein? Und dann hatten wir noch den Typ, der auf dem Klo war. Das könnte sich jetzt als Problem herausstellen. Oh, guck mal. Ja. Ich frage mich jetzt gerade, Moment. In irgendeinem der Zimmer hatte ich doch... Ich hatte doch noch die Schrotflinte gefunden. Wo war denn das? Wo war denn das? War das zufälligerweise... Ach, das muss doch hier hinten gewesen sein, oder? Ja, genau. Guck mal hier. So. Nehmen wir die Schrotflinte. Und jetzt mit der Schrotflinte gehen wir nämlich hier hinten hin zum Munitionskästchen. Und schon haben wir 18 wunderbare Schuss. Für Lau. So, und jetzt... ist die Frage. Na, ist schon besser, wenn wir ihn ausschalten. So, hier. Bam, bam, bam. Zack. Zack. Der hatte seine Hose noch an, während er auf dem Klo saß. Vielleicht ist er auch gar nicht richtig aufs Klo gegangen, sondern hat sich nur hier zurückgezogen, um sein Büchlein zu lesen. Kann natürlich auch durchaus sein. Oder es war den Entwicklern zugegebenermaßen irgendwie zu blöd, jetzt einen Charakter zu erstellen, der mit runtergelassener Hose vor einem steht. Wäre jetzt vielleicht auch wenig bedrohlich. Auf eine gewisse Art und Weise. So, ich könnte dort jetzt reingehen. Aber was ist denn eigentlich hier? Aha, ich dachte, das wäre ein Weg in den Keller oder so. Gut, okay. Ha, habe ich diesen Teppich also in Flagranti erwischt? Ja, der wird sich noch umgucken. Dieser kleine, oh scheiße. Dupdi-dupdi-dup. Ich glaube, es ist eine verhältnismäßig gute Idee, die Gegner zu beobachten und... Wo kam eigentlich der andere Typ her, der mich dann von hinten überrascht hatte? Das ist eine gute Frage, oder? Also, es ist eine gute Idee, die Gegner zu beobachten. Und genau, wenn sie nämlich nachladen, ihnen dann den Rest zu geben. Boah, ich bin so ein schlauer Mensch. Okay. Was macht der da hinten? In seinem Todeskrampf hat er sich nochmal ein bisschen zur Seite gelegt. Hier liege ich irgendwie blöd. Ich will mich anders hinstellen. Scheiße! Ja, okay. Ja, ich erkenne das Problem. Da, 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 da. Und tschüss. Bam. Nahkampftypis sind doof. Das sah jetzt eben gerade so gefährlich aus mit dem Schaden, aber eigentlich hat er mir gar nicht so viel Schaden zugefügt. Na gut. So, So, wen haben wir denn alles? Moment, da ist jemand und du bist und
Mich stört so ein bisschen, dass ich nichts zum Werfen habe. Wisst ihr, so ein kleiner Molly oder so wäre jetzt schön. Wo ist der andere Typ hin? Da hinten. Oh, ich stehe genau falsch, glaube ich. Ich stehe genau falsch. Aber er müsste auch blöd stehen. Ja, ja, zeig mir dein Köpfchen. Habe ich ihn erwischt? Ich glaube schon. Heieieiei. So, ist hier noch irgendjemand, der sich versteckt hält? Nee. Ach, hier hätte ich drumherum gehen können. Hier ist die Bar. In der Bar gibt's nix. Vielleicht gibt's hier noch ein bisschen Bargeld. Lalalala. Sam? Ja, ja. Okay, alles klar. Ja, ich höre dich. Sam. Die haben dich wirklich in die Mangel genommen. Oh Gott. Komm schon. Du schaffst das. Du bist ein Seehund. Oh, Scheiße. Wer hat das Geld, Tom? Ich schnapp mir den Bastard. Ich wollte auch gerade fragen, mit was haben die mich jetzt gehauen? Für den ersten Moment dachte ich, das wäre so eine Art kleiner Hocker oder so gewesen. Er ist okay. Drin. Dann hol das Geld! Alles klar. Gut, dass ich Pauli umgesetzt hat. Spontanerweise. Drücke LB, um beim Fahren zu schießen. Piu, piu, piu. Oh. Merkt ihr übrigens was? Unten links. Ich habe auf einmal unendlich viel Munition. Warum auch immer das beim Autofahren plötzlich so ist, aber es ist so. Deswegen freuen wir uns einfach mal. So, okay, den ersten habe ich schon mal ausgeschaltet. Und jetzt nur noch der zweite Kollege. In seinem quietschgelben Auto der Freude. Wo kommen die jetzt her? Die können doch gar nicht. Das kann doch nicht. Das darf doch nicht. Das soll doch nicht. Ist das hier wirklich ein guter Weg, um... Das, ich fürchte irgendwie nicht. Drücke A, um andere Fahrzeuge zu rammen. Okay, wir versuchen ihn zu rammen und wir schießen ihn in Grund und Boden. Durchsuche das Autowrack. Ah. Okay, Moment. Aussteigen. Hände hoch, das ist ein Über. Was es bedeutet, dazuzugehören. Fall. Ich hätte abhauen sollen. Aber ich wollte nicht zurück in mein altes Leben. Ja. Kapitel abgeschlossen. Normaler Tagesablauf. Seht ihr, man muss beim normalen Tagesablauf noch üblicherweise nicht unbedingt sterben. Andere Leute schon, aber man selbst nicht. Intermezzo, 1938. Ja, so wird aus einer Durchschnittsniete mit Taxi über Nacht ein Mafiaschläger, ja? Einfach Glück. So hat sich das nicht angefühlt. Ich parke genau auf dieser Straße. Und mache gerade Pause, als Polly und Sam um die Ecke kommen. Gibt solche Zufälle? Es war als... Als ob etwas über uns wachte. Ja. Wenn sie das nachts besser schlafen lässt, aber schon ein recht glücklicher Zufall. An einem Tag schuftet man sich mit ehrlicher Arbeit noch den Buckelwund in einer Stadt, die auf einem herumtrampelt, seit man von Bord gegangen ist. Und am nächsten platzen einem die Taschen von Salieris dreckigem Geld. Und man ist was Besseres als der Rest. Ja, so war das aber nicht. Damals hatte Salieri die Stadt nicht in der Hand. Wenn Salieri einen Dollar machte, waren es bei Don Morello 10. Er schmierte Cops, Politiker, Richter. Wen er nicht kaufen konnte, schüchterte er ein, bis der wegsah. Tja, wegen Morello hatte die Stadt damals wirklich die Hosen voll, das stimmt. Schon mal von Joey Crackers gehört? Er tauchte in der Morello-Akte auf. Ein Boxer, richtig? Ja, genau der. Ich bin jetzt gerade irritiert gewesen, ob diesen 1938... Ich habe gehört, Joey war auf dem Weg zum Boxclub. Hat sich vermutlich vorgestellt, den Gürtel zu gewinnen. Verdammt! Idiot! Fährst du mit geschlossenen Augen? Sieh dir das an! Oh, heilige Jungfrau Maria! Don Morello, ich wusste nicht, dass Sie es sind. Kennst du noch jemanden in diesem Viertel mit deinem seltenen Importwagen, Joey? Nein.
Und es tut mir leid. Ich war wirklich langsam. Soll das etwa meine Schuld sein? Nein, 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 Sir. Ich hatte nur noch nie einen Unfall. Nun, die Reparatur wird teuer. Ist nicht nötig, Sir. Die Reifen sind in Ordnung. Der Kühler vielleicht etwas verbogen. Mein Cousin... Cool. Ich wusste jetzt nicht genau, worauf sich das 1938 bezieht. Wir glauben aber auf das hier? Ein Informant hat berichtet, dass Morello immer eine Menge Geld sah, wenn Joey Crackers K.O. ging. Das stimmt auch. Trotzdem hat Morello das arme Schwein liegen lassen. Mit eingeschlagenem Schädel. Tja, macht keinen Sinn. Vielleicht wusste der Don, dass Joeys Karriere am Ende war. Oder er wollte einen anderen Typen zum Zahlen bewegen, wer weiß. Don Salieri hat Morello vorgeworfen, dass er nicht klar denken konnte, wenn er wütend war. Haben Sie... damals noch mehr Ärger mit Morellos Männern gehabt? Anfangs nicht. In den ersten paar Jahren war es ziemlich ruhig. Wir hatten ein paar Probleme mit Jungs, die mitmischen wollten, aber sonst ging alles seinen Gang. Schnaps, Schutzgeld, ich und die Jungs haben das Geld eingetrieben. Kleine Fische, aber ich will nicht lügen. Meistens hatten wir ziemlich viel Spaß. Tommy wirkt mir an der Stelle irgendwie ein ganz klein bisschen zu, naja, also so, als ob er richtig stolz ist auf das, was passiert ist. Nicht wie jemand, der Hilfe braucht. Fair Play, 1932. Okay, dann bezieht sich das 1938 wirklich auf Tommy. Die Gegenwart. Danke, dass du so schnell gekommen bist. Natürlich, Boss. Wie kann ich helfen? Du weißt, dass ein Rennen ansteht? Oh, ja, ja, ja. Polly und Sam wetten auf den Kerl von hier. Mikey Dunn. Genau. Ein guter Junge, aber auch ein Tu nicht gut. Kann ich mit Geld umgehen. Vor ein paar Jahren kam Mikey zu mir und bat um ein Darlehen. Er wollte neue Reifen und Blechkisten beim Steinbruch zu fahren. Ich mag schnelle Autos. Es ist ein kleines Hobby von mir. Und Mikey war eine gute Investition. Verliert kein Rennen, nicht mal, wenn er läuft. Er hat es von da zu Hot Rods geschafft und ich habe hier und da auf ihn gewettet. Mein Geld hatte ich im Handumdrehen zurück und mehr. Sam sagt, er wäre unschlagbar. Er war es. Wir haben die Konkurrenz aus der Stadt gejagt. Aber Ralph meint, es gäbe da einen Teufelskerl aus Europa, dessen Wagen um Längen schneller als der unseres Mannes sei. Wie viel könnten wir verlieren? Sehr viel. Aber nicht nur Geld. Viele Männer aus dem Viertel bitten mich um finanziellen Rat. Sie haben mir ganzes Geld auf den Jungen gesetzt. Verliert er, wäre das der nächste schwarze Donnerstag. Nun, für alle außer Morello. Finanziert er den Europäer? Oh, da bin ich mir sicher. Soll dem Fahrer etwas zustoßen? Unauffindbar. Morello hat ihn irgendwo weggesperrt. Außerdem werden alle unsere Wetteinsätze wegbrechen, wenn er verschwindet. Jeder wird Sabotage vermuten. Und sein Wagen? Unsere Chance, Tommy. Ralph kennt einen Wachmann an der Strecke. Du gehst heute dorthin, holst den Wagen des Europäers, bringst ihn zu unserem Mechaniker, der schraubt an ihm rum und du bringst ihn zurück. Sollte kein Problem sein, Boss. Sarah, kannst du trinken kriegen, wenn du Zeit hast? Kein Problem. Lässt dich dein Papst zum Rennen gehen? Soll das ein Witz sein? Kommt mir vor, als würden wir die ganze Bar einpacken und zur Tribüne verfrachten. Er will nur, dass ich was zu trinken habe, wenn ich gewinne. Okay. So, 1932 ist das jetzt, also 2 Jahre, nachdem wir in die Bande eingestiegen sind. Und 6 Jahre später von hier an ist vermutlich die Kacke am Dampfen. Das sind dann 5, 6 zusätzlich zu denen, die bereits hinter Gittern sitzen. Wovon spricht er? Luigi. Hey, Tommy, bald wird's ernst, oder? Weißt du über das Rennen Bescheid? Wie jeder in der Stadt. Salieri wird sich wohl nicht von Morello besiegen lassen. Oh nein, das müssen wir klarstellen. Also,
Heute holen wir seine Karre von der Strecke. Mein Freund Bobby bewacht sie und für etwas Knete zeigt er dir, wo sie ist und schaut weg, wenn du den Schlüssel drehst. Ich mag diesen Bobby. Klar, dann ist da noch dieser Lucas Bertone. Du bringst das Auto zu ihm, dort unter der Giuliano Bridge. Er wird's, naja, etwas frisieren. Macht das Rennen morgen viel interessanter. Dann bringe ich das Auto zurück und Bobby muss nicht mehr wegschauen. Beeil dich aber besser. Bobby arbeitet nur bis um zwei und der nächste Typ ist ein Arsch. Okay, und wir mögen keine Ärsche. Hey, wenn du einen sicheren Platz für deine Autos brauchst, wo sie niemand klauen kann, nimm die Garage. Carlo hat endlich Platz gemacht. Danke, gut zu wissen. Öffne die Garage, um ein Fahrzeug auszuwählen. Okay. Mit irgendwas müssen wir ja an die Rennstrecke kommen. Wir haben den Schubert. Six, beziehungsweise Six Taxi. Dann auch der Lux. Lux Taxi. Coupé. Crazy Horse. Crazy Horse sieht irgendwie wie ein Spezialfahrzeug aus. Ich glaube, das könnte sein, weil ich das Spiel schon mal durchgespielt hatte, dass wir den deswegen haben. Airmaster 800... Oh, guck. Also, das sind schon ein paar schöne alte Autos. Irgendwie. Das ist übrigens neu. Zwei Räder gab es im Original Mafia von 2002 nicht. Die wurden erst mit dem Remake eingeführt. So, ist egal eigentlich, mit welchem Auto wir fahren. Wir wollen ja einfach nur an die Rennstrecke. So, Fahrzeuge werden zur Garage hinzugefügt, wenn du sie fährst. Ah, also anders als GTA, wo man die Fahrzeuge erst mühsam irgendwie in die Garage ranschaffen muss, um sie dann dort stehen zu lassen. Wo sie dann allerdings auch repariert werden, was ja ganz cool ist, und gespeichert werden. Aber hier muss man einfach nur mal in das betreffende Fahrzeug eingestiegen sein, ein bisschen damit rumgefahren sein. Und dann landet es quasi in der Garage automatisch und man kann bei der nächsten... Ja, bei der nächsten Auswahl in der Garage das jeweilige Fahrzeug heraussuchen, wenn man denn Lust drauf hat. Das ist eigentlich ganz nett. Und wir hatten eine Auswahl gesehen, 36 Fahrzeuge gibt es scheinbar. Ist vielleicht jetzt nicht die ultra mega große Auswahl, aber ich glaube, es ist eine genügend große Auswahl. Und ich habe mich verfahren, weil ich nicht genau genug auf die rote Linie unten auf der Minimap geguckt habe. Ist wieder diese alte Leier, ne? Mit Autofahren und Minimap nebenbei. Und es ist schon ein bisschen Multitasking, was hier von einem abverlangt wird. Dupdi-dupdi-dup. Und in meinem Fall kommt ja noch das Reden dazu. Egal. So, ich weiß nicht, inwieweit ihr das Spiel jetzt natürlich kennt oder auch nicht kennt, selber mal gespielt habt oder auch nicht. Also selbst als jemand, der Mafia damals, wie gesagt, nicht gespielt hat, die Originalversion, wie gesagt. Selbst mir hat dieses ominöse Autorennen durchaus was gesagt. Also davon habe ich schon häufiger was gehört. Das ist wohl relativ berühmt-berüchtigt im Original. Weil das relativ schwer sein soll. Dein Wagen kann in die Werkstatt. Die ist leer. Ralphys Freunde sind meine Freunde. Wenn du das Geld hast, sicher. Na klar habe ich das Geld. Sie kommen ab morgen früh. Die ganze Stadt. Sie schmuggeln Fusel rein. Es gibt Prügeleien. Ich hasse es. Ach, komm schon. Nenn mir einen besseren Ort, um dieses Wochenende Mädchen aufzugabeln. Hör bloß auf. Was ich schon gesehen habe. Ja, was hast du denn gesehen? Erzähl doch mal. Genauer. Und intensiver. Mit allen Details. Bitte. Naja, vielleicht das nächste Mal. So. Okay, da wären wir. Ja, wo ist die ominöse Garage? Garage Nummer 4. Wir dürfen gespannt sein, was uns da drinnen erwartet. Vielleicht ein Auto. Wow. Hier ist der. Was für eine Überraschung. 20er Karuzella C-Reihe. Klassenbester. Dass du den ruinieren musst? Bei sowas auf der Straße werden die Cops Fragen stellen. Nur wenn sie dich einholen. Und versuch bitte, ihn ganz zu lassen, ja? Ich muss um 13:30 von Bertone zurück sein? Vor der nächsten Schicht? Er ist ein Arsch. Ich weiß. Ich weiß. Gut, okay. Wir haben 3,5 Minuten. Oh, wow, 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 wow. Oh ja. Bei der Karre werden die Cops Fragen stellen. Die Karre ist schnell, definitiv.
Aber dementsprechend, sie ist auch ein bisschen schwieriger zu handeln. Vielleicht sollte ich nicht ganz so viele Lackspuren verursachen. Das könnte unter Umständen auffällig sein. Aber nun gut. Vielleicht hat es auch was mit Schwierigkeitsgrad zu tun. Also ich kann mir vorstellen, dass man normalerweise die Karre wirklich sehr unbeschädigt lassen muss. Auch solche Aufgaben gibt es ja mitunter mal in irgendwelchen GTA-Spielen. Dass man... Das hat niemand gesehen. Dass man ein Fahrzeug unbeschadet von A nach B bringen muss. Aber das Ganze dann noch auf Zeit zu machen, ist jetzt natürlich nicht so einfach. Wo muss ich überhaupt hin? Immer der roten Linie nach und das gelbe Viereck erreichen. Das wäre furchtbar cool. Oh, 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 oh. Dupdi-dupdi-du. Bitte wenden, bitte wenden. Ich hätte wenden sollen. Scheiße. Ich habe mich verfahren, fürchte ich. Bin ich einen etwas komplizierteren Weg gefahren jetzt, unter Umständen? Es könnte de facto sein. Weil ich mich zu sehr... Ja, ich hatte weniger auf die Linie geachtet, sondern mehr auf das olle Viereck. Und ich hatte gedacht, dass ich so... Ich habe keine Ahnung, ob der Weg so besser war oder nicht. Wahrscheinlich wird er jetzt langsamer gewesen sein. Oh, oh. Das ist... Aber die 3 Minuten 30, das war jetzt... Das galt jetzt nicht nur dem... Also... Das galt jetzt nicht dem Hin- und Rückweg, oder? Das gilt jetzt nur hier, dass ich zur Werkstatt kommen soll. Ich denke ja schon. So, da links auf der Map haben wir was Blaues gesehen. Das wäre jetzt eigentlich die Polizei gewesen. Die stellen jetzt auf dem Schwierigkeitsgrad zum Glück keine großartigen Fragen. Wo muss ich hin? Da muss ich hin. So, hi. Ja, da bin ich. Tommy Angelo. Lucas Bertone. Ah, was für eine Schönheit. Wir haben nicht viel Zeit. Hey, ich arbeite schnell. Warte ab. Was auch immer er da tut. Okay, er ist fertig. Danke, Lucas. Ich muss zurück, bevor es jemand merkt. Vorsicht damit. Das Ding wird bockig sein. Hey, sag Mr. Salieri, ich bin immer für solche Jobs zu haben. Ich mache für einige Leute was, aber bei euch weiß ich immer, woran ich bin. Heiße Ware, Fluchtwagen, alles, das Geld stimmt. Hoffen wir, dass Salieris Mann morgen gewinnt. Für uns alle. Okay. Fahr vorsichtig. Wie nett. Der Typ hat irgendwie Kontakte gesucht. So, und wieder 3,5 Minuten, um zurückzukommen. Oh, da ist jetzt auf einmal so ein Balken aufgetaucht. Ich fürchte und denke und glaube, dass ich den Motor jetzt nicht zu hoch drehen darf, da mir ansonsten alles um die Ohren fliegt. Das heißt, wir fahren jetzt ein bisschen gemächlicher zurück, aber versuchen trotzdem schnell zu sein. Yay, das macht Laune. Dupdi-dupdi-dup. Nebenbei regnet es ein bisschen. Schafft das. Nette Ambiente für unsere kleine Fahrt zurück. Oh ja, und wieder ein bisschen vom Gas gehen. Das wäre furchtbar nett und gut. Ob er die Lackspuren ausgebessert hat? Er hatte bestimmt Zeit dafür, oder? Mit Sicherheit hatte er das. Lalala. Besser keine Fußgänger überfahren? Scheiße. Nein, nein, kein Rennwagen. Ich sehe keinen Rennwagen. Seht ihr irgendwelche Rennwagen? Also ich sehe keinen Rennwagen. Ich sehe hier nur verdammt viele Taxis, die extrem langsam fahren und extrem viel Straße blockieren. Oh oh. Moment. Ich fürchte... Ja, jetzt habe ich ein Problem. Dort hinten an der Kreuzung ist direkt wieder so... Ich warte mal ein bisschen, weil die Polizei mich ja gerade sowieso... Genau. Ich hoffe, der wird jetzt nicht auf mich aufmerksam. Nee, hat mich direkt ignoriert. Gut, alles klar. Es war besser, dass ich gewartet habe.
War sowieso kein Auto, sondern ich glaube, das war nur so ein Wachtmeister zu Fuß. Das hätte nervig werden können, wenn der uns gesehen hätte, weil dann hätte die Polizei uns unter Umständen noch länger verfolgt und ich wäre nicht unbeschadet zur Rennstrecke gekommen. Aber so hat es ja nochmal gepasst. So, hier ein bisschen ausweichen, da ein bisschen. So Leute, lasst mich mal bitte durch, das wäre furchtbar nett. Oh, die Beschleunigung von den Dingern ist aber echt verbesserungswürdig. Könnte schöner sein. Und noch eine Minute übrig. Ja, alles kein Problem. So, der hat die Schranke offen gelassen, das ist nett von ihm. Vivo Dry, stand da. Passend zum Regenwetter. Big Break Cigarettes. Der Wasserturm dort erinnert mich irgendwie an Animaniacs. Hier, Warner Brothers und so. Ups. Und hier ist er. Du bist zurück, Gott sei Dank. Kann losgehen. Fährt wie eine alte Mühle. Okay, gehen wir. Morgen ist ein großer Tag. Wuhu. Ich hätte ihn rückwärts einpacken sollen in die Garage, aber egal. Er stand plötzlich wieder rückwärts drin. Passt schon. Sam kommt also aus dem Klo und ich bete, dass er was hat. Weil ich mir nicht sicher bin, ob der Barmann seine Schulden bezahlt und seine zwei Söhne kommen immer näher. Die lassen schon die Knöchel knacken. Beide 2 Meter groß, wie ein gemauertes Scheißhaus. Was hattest du dabei? Mein Schwanz? Ganz genau. Der irre Bastard schlendert aus dem Klo und pisst einfach überall in den Laden. Wirklich? Und er hat nicht die Cops gerufen? Hey, manchmal müssen die glauben, du hast sie nicht alle. Tom, hast du kurz Zeit? Klar, Frank. Wir haben da ein Problem. Ist der Boss okay? Ja, darum geht's nicht. Mikey Dunn, unser Fahrer. Morellos Jungs haben ihn letzte Nacht übel zugerichtet. Arm gebrochen, Kiefer gebrochen, ist jetzt im Krankenhaus. Oh Gott. Ja, Pech für Mikey. Jedenfalls, du fährst für ihn. Warte, was? Frank, Tom. Ich... Der Startschuss fällt in einer halben Stunde, also keine Diskussion. Der Don will gewinnen. Und viel wichtiger, er will, dass Morello verliert. Und du bist unser bester Fahrer. Sonst würde ich nicht mit dir reden. Ja, okay, Frank. Gut. Ralphie hat den Wagen fertig gemacht. Geh sofort zur Strecke. Oh, oh. Wenn der Don es sagt, wird schon stimmen. Hust, hust. Okay, das ist jetzt natürlich eine dramatische Wendung der Ereignisse, die wir direkt beim nächsten Mal in die Tat umsetzen und dann das Ganze hier fortsetzen. Zum Glück kann man die Zwischensequenzen überspringen. Ich finde, das ist ein sehr guter Punkt, um dann hier den Part zu beenden. Wir sind jetzt sowieso schon längst über der Zeit. Aber wir sehen ja selber, die Mission zieht sich offen gesagt ein bisschen hier mit der Rennstrecke. Wir haben also nur den ersten Teil abgeschlossen. Das mit dem Wagen sabotieren hat alles geklappt. Aber jetzt müssen wir auch noch einen Wagen gut fahren. Sollte mir ja eigentlich liegen, oder? Wir können einfach nur mal das Beste hoffen und wir werden sehen, wie sich das Ganze noch so weiter entwickeln wird. Für den Moment sollte es dann aber erstmal wieder gewesen sein und ich sag dann einfach mal tschö mit Ö und hoffentlich bis ganz, ganz bald.